Die Berndorf AG kann auf eine 176-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Welche Rolle spielen im unternehmerischen Alltag Preise wie der Nönn Leopold, den Sie heute gewonnen haben? Es ist immer schön, wenn das, was man tut, auch gewürdigt wird. Und insofern freuen wir uns über diese Auszeichnung. Ich kann Ihnen aber eine lustige Geschichte erzählen, die wir voriges Jahr beim 175-jährigen Jubiläum zum Besten gegeben haben. Als in Wien die Weltausstellung war, 1880 irgendwann, gab es auch einen Wettbewerb, wo die Berndorf AG, also Berndorf ist damals gerade Metallbahngewerbe, nicht antreten durfte, weil es so gut war und es unfair gewesen wäre den anderen gegenüber. Und deswegen waren die vom Bewerb ausgeschlossen. Ist jetzt nichts fürs. Und wir maßen uns das heute natürlich nicht an. Sie sind seit 1990 im Vorstand des Unternehmens. Gibt es irgendetwas, das Sie als den größten Erfolg in dieser Zeit bezeichnen würden? Nein, es waren viele, glaube ich, wir haben viele gute Sachen gemacht. Es ist nicht alles gelungen, aber in Summe ist es, würde ich sagen, recht gut gelungen. Und das war ein Teamerfolg. Und über den bin ich sehr stolz. Und das, worauf das alles basiert, oder worauf viel basiert, ist natürlich Fleiß und Glück auch, aber auch eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und auf Wertschätzung aufbaut. Und das ist etwas, wo sich die Leute sehr wohlfühlen und damit sind wir ganz gut gefahren. Für Sie neigt sich das ja dem Ende zu. Sie werden im nächsten Jahr den Vorstandsvorsitz abgeben. Mit welchen Gefühlen blicken Sie diesem Tag entgegen? Also, Sie haben zuerst schon gesagt, seit 30 Jahren, Sie werden dann 30 Jahre dabei gewesen sein. Und das ist, glaube ich, genug. Und ich freue mich darauf. Ich habe das auch sozusagen selbst mitentschieden und habe das auch schon von vor ein paar Jahren so festgelegt mit dem Aufsichtsrat. Und ich freue mich auf mehr Qualitätszeit, werde aber die Berndorf AG nicht vergessen, werde nach wie vor also sozusagen aufsichtsrätlich tätig sein. Und ich freue mich auf diesen neuen Abschnitt. Mit 62 ist das eigentlich okay, oder?